glaube, wenn man ein kreativer Geist ist oder einen kreativen Job hat, muss man halt einfach auch so ein bisschen Chaos in sich tragen, um neue Ideen zu finden und neue Projekte erfinden zu können. Mir fällt gerade nichts anderes als erfinden ein. Kreieren zu können, initiieren zu können. So. Und wenn man das, ich glaube, wenn man da den Wunsch nach Struktur und gleichem Tagesablauf hat, kommt man da halt nicht auf neue Ideen. Und gerade beim Musical war das so, dass man da auch lernt, ich weiß nicht, da waren ja bis zu 100 Kinder, 50 Erwachsene, 30 in der Liveband, da muss man auch Chaos ertragen, also auch äußeres Chaos ertragen lernen. Und das ist wunderbar auch dann für eine Gelassenheit, die man dann da erlernt, die mir jetzt auch bestimmt wieder zugutekommt. Ich kann mir das so vorstellen, dass ich auch viele Dinge, auch gerade zum Beispiel für nächstes Jahr für die Regionale, kreativ mit beeinflussen und initiieren kann. Es ist natürlich auch viel Verwaltung und Personalführung, sowas auch alles, aber es ist natürlich auch viel, und das ist ja auch mein Traum, dass man kulturell und auch auf dem Bildungssektor für Bocholt viele neue Anstöße finden kann. Wir haben natürlich schon wunderbare Player hier in Sachen Kultur. Es sind ganz viele starke Spieler in Bocholt schon auf dem Feld, die man überhaupt auch nicht anfassen braucht, weil die einen super Job machen. Aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen was zu tun und auch zu vernetzen und weiterzuführen und vielleicht auch neue Impulse zu setzen. Und da sehe ich auch einen ganz großen Teil meiner Aufgabe. Ja, die Stadt kann ja auch Räume zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel diese kleine Bühne im Medienzentrum Alter Bahnhof, die Volkshochschule ja schön nutzt, auch schon für kleine Konzerte und Kunstveranstaltungen. Also das zur Verfügung stellen von Ressourcen, denke ich, ist auch eine der Hauptaufgaben. Da merke ich aber jetzt auch schon da starke Impulse, dass es besser wird, dass sie wirklich auch gewillt sind, da viel zu investieren und zu initiieren, da auch was in die Hand zu nehmen. Und auch allein, dass der Job nochmal neu besetzt wird. Man hätte ja auch Gott weiß wie anders denken können. Aber dass man sagt, nein, für Bildung und Kultur machen wir das nochmal, setzen das nochmal aus. Und finde ich eine fantastische Möglichkeit auch für Bocholt, da jetzt nochmal zu sagen, ja, wir investieren in den Bereich und wir wollen da halt auch diese Soft Skills fördern. Ich meine, gerade im Kulturbereich reicht es nie. Man könnte natürlich immer höher, größer, weiter. Aber ich glaube, mit dem Deputat, was uns zur Verfügung steht, können wir auch gerade für die Regionale nächstes Jahr schon tolle Aktien nach Bocholt holen. Und wir haben da auch fantastische Ideen und ich glaube, das wird wirklich krachen. Also da haben wir Namen auf dem Programm, da freue ich mich, wenn das klappt, freue ich mich total drauf. Ja. Nein, ich glaube, eine zentrale Spielstation brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen im Grunde da ein vielfältiges Angebot. Das ist super, dass die Alte Molkerei genau ihr Profil da hat, wo sie es hat an der Wertherstraße, als auch das Stadttheater, wo man gerade sitzt, als auch der Doch-Du-Verein, der draußen auf Rampe 6 einfach Rockkonzerte macht. Und ich glaube, diese Vielfältigkeit brauchen wir. Ich glaube, wenn wir das können wir nie über einen Kamm scheren. Man muss auch im Drosselsaal in einer bunten Industriehalle sitzen können und da Kabarett hören können. Was ich aber glaube, dass wir das besser vernetzen und zusammenbringen können. Dass die Player untereinander mehr kommunizieren, aber auch wissen, wer was wann macht. Dass man da irgendwie sich vielleicht einmal im Jahr zusammensetzt oder so. Vielleicht sind wir aber auch zu viele in Bocholt, die überhaupt schon auf dem Feld unterwegs sind, dass man die nicht an einen Tisch kriegt. Aber versuchen möchte ich das in jedem Fall. Dass man da auch sieht, so, wer hat welchen Schwerpunkt, wer kann vielleicht was übernehmen, wo doppelt sich das eventuell, man muss sich auch nicht das Wasser abgraben, man kann sich aber ergänzen oder Bälle zuspielen. Ich denke, da haben wir tatsächlich noch Möglichkeiten. Die 2-3 Jahre hier an der Volkshochschule waren natürlich jetzt für den nächsten Job, war das perfekt als Vorbereitung. Man, gerade auch der Fachbereich Politik, Gesellschaft, ich habe auch viel zum Thema Kommunalpolitik initiiert. Und das war schon so, dass man sagt, so fürs Netzwerken perfekt. Auch weil ich Kunst hatte, Kunstdozenten hier für die Volkshochschule gesucht habe. Auch da habe ich natürlich jetzt ein Riesennetzwerk, dass ich sagen kann, dass ich die Künstler, die in Bocholt öffentlich ausüben, sagen wir mal, weiß ich, 85% bestimmt persönlich kenne, aber vom Namen her auch wirklich jeden, die öffentlich sind. Also ich meine, wenn man natürlich im Keller Häkelbikini ist fertig, dann kriege ich das nicht mit. Aber sonst alle, die hier irgendwie künstlerisch unterwegs sind, das ist natürlich schon eine gute Voraussetzung. Ja, Bildung gehört natürlich, gerade an der Volkshochschule ist natürlich die Weiterbildung das zentrale Thema. Und da gibt es natürlich jetzt auch zum Lernwerk viele gute Ideen, wie man da auch noch neue Netzwerke schaffen kann, zum Beispiel auch nach Holland, da gibt es jetzt erste Gespräche dazu. Das hieß ABC, Alten, Bocholter Kultur- und Bildungszentrum, und das soll
Altenbrochener Geschichte vernetzen, aber halt auch so, so eine Art zweisprachiges Bildungszentrum eventuell da noch mit werden. Es wäre natürlich auch toll, wenn man, weil wir hier von der Volkshochschule aus enorm viele Sprachkurse für Flüchtlinge anbieten, wenn man auch da im Lernwerk auch da Schwerpunkte setzen könnte, dass man für die Flüchtlinge bzw. für die Asylsuchenden da vielleicht auch mehr Bildungsangebote als nur die Sprachangebote initiiert. Und da gibt es viele Felder, wo man da tatsächlich auch die Flügel spreizen kann und sagen kann, so, wir machen jetzt tatsächlich nicht nur das klassische Volkshochschulprogramm, sondern wir erweitern das und suchen uns andere Bildungsträger, die da eventuell noch mit reinspielen können. Und da gibt es wunderbare Möglichkeiten, auch das Thema auszuweiten.